Hallo Leute, heute sprechen wir über die Aufklärung und auch über Minna von Barnhelm. So, die Aufklärung war in der 18. Jahrhundert eine Strömung, die Kant der Zeitalter der Kritik genannt, worin Leute alles Traditionelle wieder nachdenken hatten, besonders die Kirche und der Staat, die vorher viele Macht hatten, bekommen viele Kritiken durch die Aufklärung. Das Ideale der Zeit war etwas, die Vernunft geleitet und moralisch war. Besondere Themen sind politische Öffentlichkeit und Freiheit und Rechte für alle Menschen. Frauenrechte war auch ein Thema in dieser Zeit. Für Literatur und besonders für Dramen sieht man der Beeinfluss des Zeits durch die Sprechen des Figuren, aber auch durch die Dramenstruktur, die ändert durch diese Zeit. Zum Beispiel, die Hauptfiguren im Mittelalter-Dramen nur Hochfiguren waren, wie König und Kaiser und so weiter. Aber Dramen, die aus der Aufklärung kommt, nimmt Soldaten und Diener und Bürger für Hauptfiguren. Das sieht wer in Minna von Barnhelm, der Hauptfigur ein abgedenkter Offizier ist und sein Ehr kommt von seiner Moral und nicht von seiner gesellschaftlichen oder politischen oder finanziellen Stellung. Lessing macht das im ersten drei Aufzug ganz klar, denn unsere Held kein mehr Geld hat. Und ja, das ist der Hauptproblem. Aber wir kennen, dass er gute Moral hat, weil er akzeptiert kein Geld von der Witwe, sechster Auftritt, erster Aufzug, und er sagt zur Mine im zweiten Aufzug, dritter Auftritt, er sagte, das ist Seite 47. Der Unglückliche muss gar nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er diesen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiß. Wenn er es sich gefallen lassen kann, dass sie, welche er liebt, an seinem Unglück Anteil nehmen dürfen, wie schwer ist dieser Sieg? Das heißt, er wollte keine Schlechtigkeit zu ihr geben und besonders die Schlechtigkeit, da kommt von seinen Fehler. Ich glaube, dass es sehr ehrenvoll ist, aber vielleicht ist es kein gutes Beispiel für Aufklärungsideal. Denn er macht seine Entscheidung für Ehre oder vielleicht auch von Stolz und ist nicht zum Herzen treu. Auch ein anderes Beispiel von Minna von Barnhelm. Zweimal sagt ein von den Figuren, der Königin kann nicht alle verdiente Männer kennen und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie nicht alle belohnen. Das liegt im dritten Aufzug, vierter Auftritt und auch im zweiten Aufzug, zweiter Auftritt. Diese Zeile klingt wie eine Kritik gegen den Staat und diese Dramen ist mit kleinen Kritiken wie diesen gefüllt. Meistens von diesen Kritiken sind von Franziska oder von Just gesagt, die zwei Diener den Hauptfiguren. Beide Just und Franziska sind nur Diener, aber sind fest so wichtig in diesem Rahmen aus der Hauptfiguren Minna und von Telheim. Beide kritisieren die Gesellschaftsregierung und dachten vorsichtig über, was sie glauben an andere Leute. Zum Beispiel im dritten Aufzug, zweiter Auftritt, Just redet mit Franziska über Telheims andere Diener, die sind jetzt weg und korrigiert Franziskas Eindrücken von ihnen. Am Ende sagen sie in der dritten Aufzug,
vierter Auftritt. Sie sagen, ich verdiene den Bits. Ich bedenke mich just. Ich setze die Ehrlichkeit zu tief herab. Ich will die Lehre nicht vergessen. Diese Zeile ist eine perfekte Zusammenfassung der Aufklärungsideal. Man sollte alles kritisieren und selbst entscheiden, was ehrlich oder moralisch ist. Und so, das ist alles, alles, was ich habe für heute. Und ich werde dich bald sehen. Tschüss!